In Odessa zwingt der Krieg die Kunst nicht in die Knie. Trotz Angst und Bomben hält die Oper ihr Programm aufrecht. Auf der Bühne denke ich nur ans Tanzen und an die Rolle. Gedanken an den Krieg mischen sich da nicht ein, sagt eine der Balletttänzerinnen an der Oper der Schwarzmeerstadt. Seit Juni wird in Odessa wieder gespielt. Wenn auch nur mit halbiertem Ensemble und unter ständiger Gefahr. Denn die drittgrößte Stadt der Ukraine bleibt von Angriffen nicht verschont. Bei mehreren Aufführungen gab es Luftalarm und es sind Raketen über dem Theater explodiert. Das war furchteinflößend. Nach dem Ende des Luftalarms wurde die Vorstellung fortgesetzt. Trotz der Unterbrechungen durch das Kriegsgeschehen sind die Aufführungen für viele eine willkommene Abwechslung und auch so etwas wie eine Form des Widerstands, meint eine Bühnenbildnerin. Das ist sehr wichtig, denn sehen Sie, wie viele Menschen gekommen sind. Sie müssen sich ablenken, besonders wenn man zu Hause keinen Strom und keine Internetverbindung hat. Dieses Theater ist die einzige Verbindung, die Sie zur übrigen Gesellschaft haben. 3 bis 4 Vorstellungen werden in Odessa wöchentlich angeboten. Konzerte, Ballettaufführungen, Kinderprogramm. Aber immer stellen sich die Beteiligten auch die Frage, wie lange können wir noch durchhalten? Ja, ich habe Angst und fürchte mich auch vor dem, was in der Zukunft geschehen könnte. Aber wir hoffen auf einen guten Ausgang und glauben an unseren Sieg, sagt eine Tänzerin. Ist der Vorhang geschlossen und der Beifall verhallt, geht es wohl oder übel in den Kriegsalltag zurück.